das müsste gleich besser werden. Okay, du bist die Größte. Warte, bis du meine Rechnung kriegst. Na wartet schon. Geprellter Hinterlauf oder was am Gelenk. Ich habe Bandage und Umschlag schon vorbereitet. Liegt in der Kühlbox. Danke. Gerne. Übrigens, Kay, dein Vater hat vorhin angerufen. Mein Vater? Ja. Was wollte er denn? Er möchte nachher bei uns vorbeikommen. Danke. Mr. Vogel, ich versichere Ihnen, wir bekommen die Situation in den Griff. Ja, es ist eben alles nur eine Frage der Zeit. Richtig, ein Pferd ist fast gestorben. Aber Ihre Tiere sind bei uns sicher. Nun warten Sie doch. Ich fürchte, Edge hat's auch erwischt. Sie hat keine zwei Runden durchgehalten. Steve Vogel lässt morgen seine Pferde abholen. Was? Ich habe da extra mit ihm telefoniert, um ihn zu beruhigen. Offenbar warst du nicht dazu in der Lage. Solche Gespräche überlässt du besser mir. Ruhig, Bouncer. Es ist ja gleich vorbei. Ist das Quark? Ja. Ah, Sie arbeiten also mit homöopathischen Mitteln? Solange die Behandlung den gleichen Erfolg verspricht wie die Schulmedizin, ja. Irgendwelche Einwände? Von mir nicht. Aber ich weiß nicht, wie der Trainer darüber denkt. Was soll denn das werden, wenn es fertig ist? New York Cheesecake am Pferd? Der Quark kühlt und zieht die Entzündung aus den Beinen. Und in Verbindung mit dreimal täglich Ruß Toxicodendron bringt das Bouncer schnell wieder auf die Beine. Aber für heute ist erstmal Schluss. Leider. Dr. Kay Foster. Jake Garber. Jeder andere würde einfach Cortison geben und ein Schmerzmittel und das Pferd könnte weiterlaufen. Ich bin aber nicht jeder andere, also müssen Sie mit mir Vorlieb nehmen. Nur weil man keine Schmerzen spürt, heißt das noch lange nicht, dass alles in Ordnung ist. Was sind Sie? Kräuterhexe? Genau. Und in Ihrem Fall empfiehlt die Hexenapotheke Avena Sativa. Beruhigt auch menschliche Nerven. Natürlich, Mama. Guck mal, meinst du, der wird Opa gefallen? Ganz bestimmt sogar. Entschuldige die Verspätung, dein Vater und ich werden noch was zu klären. Kein Problem, Schatz. Guck mal, den habe ich extra für dich gemacht. Das ist ja eine verwegene Frau. Wunderschön, mein Engel. Hebst du mein Stück auf? Muss leider weg. Jetzt? Kann es sich Eric übernehmen, bitte, George. Gönne doch mal eine kleine Pause für deine Familie. Ich war zu Kay. George, warte. Ich halte es für keine gute Entscheidung. Weißt du, wie lange du da unterwegs bist? Wir brauchen Hilfe. Kay ist eine hervorragende Tierärztin. Es gibt auch andere. Ich werde sofort Francis anrufen. Sie hat mir von einem vielversprechenden jungen Tierarzt erzählt. Kay ist meine Tochter. Die sich schon vor Jahren gegen dein Gestüt entschieden hat. Sie hatte ihre Gründe. Mach dir keine Sorgen, Liebes. Es hat alles gut. Ein besonderes Gespür für die Tiere. Papa, das ist eine Überraschung. Hey. Ziemlich weiter Weg für einen spontanen Besuch. Was fehlt ihm denn? Hufgelenkentzündung. Und wie behandelst du ihn? Papa, du kommst doch nicht den weiten Weg hierher, um dich mit mir über dieses Pferd zu unterhalten. Also, was ist los?
Unser Gestüt ist in Schwierigkeiten. Hast du nicht erst diesen Top-Trainer aus England verpflichtet? Die ganze Branche spricht davon. Ja, fängt übermorgen bei uns an. Ja, aber dann müssen doch die Leute Schlange stehen, um ihre Pferde auf Winnie trainieren zu lassen. Wir haben seit Wochen eine Virusinfektion, die wir nicht unter Kontrolle kriegen. Was für ein Virus? Grippe. Ein sehr seltener, aggressiver Erreger. Als wir dahinter kamen, hatten sich die meisten Tiere schon angesteckt. Ein Kunde nach dem anderen wandert ab zu Rupert Stone. Unsere Ställe sind fast leer. Ich brauche dringend eine gute Tierärztin. Du hältst doch nichts von meinen alternativen Heilmethoden. Okay. Du bist die Einzige, von der ich mir noch Hilfe verspreche. Komm nach Winley. Ich kann nicht, Papa. Essa und ich unter einem Dach, das geht nicht gut. Und von der anderen Geschichte will ich gar nicht erst sprechen. Bitte, hilf uns. Hilf mir. Ich dachte, böse Stiefmütter gibt es nur im Märchen. Das dachte ich auch, bis mein Vater Esther geheiratet hat. Hey, Aschenputtel. Esther hat mir immer das Gefühl gegeben, dass sie sich für mich schämt. Ich war immer das wilde Stallmädchen mit den dreckigen Hosen. Meine Stiefschwester Allison war immer die süße Hübsche. Das war bestimmt nicht einfach damals. Und dann hat Allison meine große liebe Eric geheiratet. Ich habe da nichts mehr verloren. Er ist dein Vater. Du kannst ihn nicht hängen lassen. Das Gestüt ist deine Heimat. Es war meine Heimat. Dass du kommst. Oh, ist das gut. Hallo. Ich werde mir die Pferde ansehen, meine Diagnose stellen und dann fahre ich wieder zurück. Mhm. Hey, Pacer, du bist ein richtiger Prachtkerl geworden. Ja, war auch ein schwieriger. Vertraut nicht jedem. Hat er sich gar nicht angesteckt? Ich habe ihn sofort in Quarantäne genommen, als die anderen Pferde krank wurden. Aber hoffen, dass er heil davonkommt. Hm, kommst du, ne? Im letzten Jahr habe ich die gesamte Anlage modernisiert, die Stallungen vergrößert. Und wir haben die neue Reithalle. Habe ich gesehen, du hast ganz schön viel Geld reingesteckt. Wir haben die besten Trainings- und Zuchtmöglichkeiten der ganzen Region. Genau jetzt muss dieser verdammte Virus auftauchen. Okay. Ist ja ewig, ja. Hallo, Eric. Schön, dass du da bist. Ja, ich sehe dann am besten mal nach dem Patienten. Ach, George, können wir nachher noch mal über dieses neue Futtermittel sprechen, von dem ich dir erzählt habe? Bitte, Eric, verschone mich damit. Ich habe jetzt andere Sachen im Sinn. Ich glaube wirklich... Ich will nichts davon wissen. Sind die Pferde geimpft? Ja, selbstverständlich. Aber auch Doc Hemming war irgendwann mit seinem Latein am Ende. Die Antibiotika haben nicht angeschlagen. Kein Wunder, die verabreicht er ja auch bei jedem kleinen Schnupfen. Angel hat sehr hohes Fieber. Was können wir jetzt machen? Gegen die Viren selbst gar nichts. Das müssen die Tiere aus eigener Kraft schaffen. Aber wir können ihnen helfen, die Abwehrkräfte zu stärken. Wichtig ist, dass sie jetzt keinen zusätzlichen Infekt oder eine Lungenentzündung einfangen. Die kranken Tiere brauchen absolute Ruhe und eine spezielle Diät. Ich stelle eine Liste zusammen. Ja, ja, ja. Ganz ruhig. Ja. Was ist das? Broncho-Elixier. Das ist ein pflanzlicher Schleimlöser. Ja. Außerdem solltet ihr sie regelmäßig mit Kochsalzlösung inhalieren lassen. Eric kann gleich alles besorgen. Okay. Hallo Kay. Herzlich willkommen auf Winley. Hallo Esther.
Du bist so gnädig und gehst deinem Vater zur Hand. Respekt. Ich konnte es gerade einrichten. Allison lässt fragen, ob sie Kaffee vorbereiten soll. Es wird hier wohl noch etwas dauern. Komm. Komm. Sicher. Okay, komm, setz dich. Wie in alten Zeiten. Entschuldigung. Tante Kay? Du musst Tante Kay sein. Peggy, bist du groß geworden? Ich glaub's ja nicht. Ich hab jetzt auch ein eigenes Pferd. Das heißt Princess. Ja? Und kannst du auch schon reiten? Nein. Mami sagt, ich bin noch zu klein. Soll ich's dir gleich mal zeigen? Ein andermal, Peggy. Manu. Kay muss bestimmt zurück in ihre Praxis. Wenn du gleich losfährst, schaffst du es noch vor Einbruch der Dunkelheit. Kay bleibt natürlich über Nacht. Das Gästezimmer ist schon hergerichtet. Was ist denn aus meinem Zimmer geworden? Mamas Arbeitszimmer. Okay. Warum geht sie? Kay, warte doch mal. Bitte bleib doch mal stehen. Kay, wegen deines Zimmers. Deine Sachen stehen in eurem alten Farmhaus. Ihr hättet mich auch netterweise fragen können. Du bist doch ewig nicht hier gewesen. Sollen wir ein Museum draus machen? Geschenkt, Allison. Du hast meinen Mann, meinen Platz auf dem Gestüt. Das ist mit dem Zimmer auch schon egal. Du bist doch damals zum Studieren nach San Francisco gegangen. Du hast Winley verlassen. Aber nicht Eric. Wir waren noch zusammen, als ich weggegangen bin. Ich habe ihn dir nicht weggenommen. Es ist einfach passiert. Allison. Nichts passiert einfach so. Schon über 30 Jahre. Ich habe dich bei der Wahl in den Stadtrat unterstützt. Du kannst mir jetzt nicht einfach den Geldhahn zudrehen. Okay, ich komme heute Abend vorbei. Dann besprechen wir das Ganze in aller Ruhe. Was machen Sie denn hier? Ich trainiere ab morgen die Fosterpferde und habe das alte Farmhaus als Unterkunft bekommen. Und Sie? Kräuter sammeln? Eher Wurzeln suchen. Ich bin in dem Haus aufgewachsen. Dr. Kay Foster. George Foster ist Ihr Vater? Mhm. Das hätte mir wohl auffallen müssen. Ich glaube wirklich, Sie sind der Richtige für den Job. Sie meinen, weil ich auf Schulmedizin setze, statt auf Blümchenpillen? Genau. Deswegen kann ich Sie zum Beispiel schon mal nicht leiden. Oh, Sie sind gerade raus, werte Kräuterhexe. Gefällt mir. Ändert aber nichts. Sie werden mit mir leben müssen. Ich habe einen Vertrag. Und den werde ich auch erfüllen. Ob Sie mich leiden können oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Ist das nicht Pacer? Der Hengst, der den Valley Cup gewinnen soll? Ja, er war mein erstes eigenes Pferd. Ich habe ihn einmal selbst zugeritten. Bitte suchen Sie sich in Zukunft für Ihre Ausritte ein anderes Pferd. Und wieso? Bis zum Cup sind es nur noch 3 Wochen. Da braucht es eine ganze Kraft für das Training. Wer soll ihn denn reiten? Eric West. Eric? Können Sie den auch nicht leiden?
Doch, ich wusste noch nichts davon. Jetzt wissen Sie es. Du hättest sehen sollen, wie Kay und Eric sich angeschaut haben. Mit diesen schmachtenden Blicken. Schatz, bitte, jetzt red dir nichts ein. Kay ist nur hier, damit wir diesen verdammten Virus wieder loswerden. Du hättest letztes Jahr das Angebot von Rupert Stone annehmen sollen. Damals war das Gestüt doppelt so viel wert und schuldenfrei. Wie oft haben wir schon darüber gesprochen? Ich werde Windeln niemals verkaufen. Ich habe diese ganzen Investitionen doch nicht getätigt, um jetzt aufzugeben. Ich weiß, dass du die Stadt vermisst. Aber wenn das alles hier vorüber ist, entführe ich dich mal wieder zu einem Konzert in die Carnegie Hall. Versprochen. Aber jetzt muss ich noch mal schnell mit der Bank reden. Macht es dir noch Sinn? Henry ist ein so sturer Hund. Ich aber auch. Deswegen liebst du mich da. Bis später. Hallo? Ja? Wir verabschieden uns von dir, George Foster. Wir, deine Freunde, deine Kinder und deine Enkelin und deine Ehefrau Esther. Der bittere Schmerz der ersten Zeit wird nachlassen. Doch der Verlust bleibt ein Leben lang. George war so ein feiner Mensch. Was für eine Sache. Das ist Foster. Herzliches Beileid. Danke, dass Sie gekommen sind, Robert. Wenn ich irgendwas für Sie tun kann. Unsere Kunden haben Sie doch schon. Wollen Sie jetzt das ganze Gestüt, Mr. Stone? Mein Beileid. Ich wollte Ihnen nur sagen, wie leid mir das mit Ihrem Vater tut. Das war sein Lieblingsplatz hier. Er war so stolz auf das alles. Ich glaube, er war vor allem stolz auf Sie. Das würde mich wundern. Er hat von Naturheilkunde genauso wenig gehalten wie Sie. Das hörte sich mir gegenüber anders an. Für ihn waren Sie die beste Tierärztin weit und breit. Vielleicht mag es manchmal so ausgesehen haben, als ob ich nur für die Winley Farm gelebt hätte. Aber das stimmt nicht. Mein Leben galt vor allem euch. Meiner Frau Esther und meinen beiden Töchtern Kay und Allison. Ja, Allison. Ich war zwar nicht dein leiblicher Vater, aber für mich bist du zur Tochter geworden. Das Gestüt vermache ich zu gleichen Teilen. Esther, Allison und Kay. Ich würde mich freuen, wenn Eric meine Nachfolge als Geschäftsführer antreten würde. Ich wünsche euch allen viel Glück. Ich mache dann alles für die Unterschriften fertig. Du hast dich all die Jahre nicht um das Gestüt gekümmert. Als George gelebt hat, hätte er deine Hilfe gebraucht. Du weißt ganz genau, dass ich gute Gründe hatte, Winde zu verlassen.
Vater hatte so gehofft, dass du hier als Ärztin arbeiten würdest. Aber du hast ihn im Stich gelassen. Das hat ihm das Herz gebrochen. Du hast ihm das Herz gebrochen. Unter diesen Umständen lieber verkaufen. Jetzt mal ganz langsam. Ich werde schon beweisen, dass Vinja eine Zukunft hat, auch ohne George. Es wird nicht verkauft. Aber wie sollen wir jemals untereinander einig werden? Kay gehört nun auch ein Teil des Gestüts. Wenn wir den Virus nicht in den Griff bekommen, brauchen wir uns über alles andere keine Gedanken zu machen. Kay ist unsere einzige Chance. Allison, das ist keine gute Idee. Aber wir haben keine andere Wahl, Mama. Vielleicht hat sie recht. Ich hätte Vater damals nicht so vor den Kopf stoßen dürfen. Du bist doch jetzt gekommen, um uns zu helfen. Das allein zählt. Ich hoffe nur, dass die Pferde schnell auf die Therapie ansprechen, dann bin ich weg. Es muss klappen. Sonst wird Winley zwangsversteigert. Was? George hat sich komplett verschuldet, um die Modernisierung zu finanzieren. Die Pferde müssen einfach wieder gesund werden. Mit dir als Tierärztin würden die alten Kunden dann vielleicht wieder Vertrauen in das Gestüt bekommen. Sonst war's das. Und wie stellst du dir das vor? Wir spielen einfach Happy Family und tun so, als wenn nichts gewesen wäre? Tut mir leid, Allison, das wird nicht funktionieren. Es geht um dein Zuhause. Um das Lebenswerk deines, unseres Vaters. Ist dir das denn völlig egal? Nein. Eric braucht deine Hilfe. Winley ist sein Leben. Bitte, Kay. Aber sobald die Pferde wieder gesund sind, bin ich weg. Mhm. Ist besser für uns alle. Danke. Frühstücken! Morgen. Morgen. Setz dich doch. Ich hab keine Zeit. Okay, kommst du? Ja. Morgen. Schatz, alles Gute. Toi, 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 Test. Danke. Ich bin im Büro. Ich muss aber noch die Untersuchungsergebnisse holen. Alles klar. Tut mir leid, dass ich euch keine Gesellschaft leisten kann. Die Arbeit ruft. Tschüss. Warte! Ich gehe zu Princess. Aber nur kurz. Ganz schön mutig, Kate zum Bleiben zu überreden. Hast du keine Angst, dass die alte Jugendliebe wieder aufflammt? Nein, Mama. Wirklich nicht. Wie Glück haben, bist du in ein paar Tagen über den Berg. Sieht so aus, als könnten wir es schaffen, Tom. Ganz prima, mein Junge. Weiter so, weiter so. Oho, sachte, junger Freund. Die Tage sind lang und wir haben noch viel vor. So ist gut. Das ist unmöglich. Mr. Butcher, bei allem, was recht ist. Aber das können Sie nicht machen, nicht so kurz nach Georges Tod. Wo soll ich denn so schnell $40,000 herkriegen? Mr. Butcher, warten Sie, ich komme vorbei. So was sollten wir unbedingt persönlich besprechen. Gut, danke. Bis gleich. Kay! Komm schon, Kay. Warte! Sag mal, warum hast du eigentlich nicht längst zusammen mit Dad das Gestüt geführt? Du weißt doch, wie George war. Immer schön alles allein entscheiden. Hey. Ich fahre. Ich will heute noch ankommen. Und ich will heil ankommen. Vertrau mir. George hat fast 30 Jahre mit Ihnen zusammengearbeitet und jetzt wollen Sie uns hängen lassen. Was soll ich denn machen? Mir sitzt der Vorstand im Nacken. Wenn es nach mir ginge, würde ich Ihren Kredit sehr gerne verlängern.
Ich kann Sie verstehen, aber vielleicht sollten Sie dem Vorstand einfach klar machen, dass wir mit Pacer ein Spitzenpferd am Start haben. Ja, aber zurzeit hört man keine guten Nachrichten aus Ihrem Stall. Dieser Virus scheint sich rasant ausgebreitet zu haben. Er hatte sich rasant ausgebreitet. Jetzt sieht es so aus, als würden wir das Problem in den Griff bekommen. Es sieht so aus? Bei vielen Pferden ist das Fieber schon gesunken und es gibt doch keine Neuansteckungen mehr. Das wird sich herumsprechen. Und wie geht es Pacer? Der stand die ganze Zeit isoliert. Er hatte sich überhaupt nicht angesteckt. Mr. Butcher, ganz im Vertrauen, das muss der Vorstand ja nicht wissen, aber Mr. Miller von der Hudson Bank hat sich vorhin am Telefon sehr interessiert dazu geäußert, die ganze Summe umzuschulden. Moment, noch sind wir Ihre Hausbank. 30 Jahre kann man nicht einfach so vom Tisch fegen, oder? Ich denke, eine Woche Schonfrist kann ich vor dem Vorstand vertreten. Und dann reden wir noch miteinander. Du warst gut. Danke, du auch. Stimmt das mit Steve und der Hudson Bank? Noch nicht. Ah. Okay. Ich muss noch ein paar Sachen holen. Kann ich dich begleiten? Dass Tante Katie auch das Reiten beigebracht hat. Stimmt. Fies! Und warum reitest du dann nie? Weil es mir nicht besonders viel Spaß macht. Konzentrier dich. Mir macht es bestimmt Spaß. Tante Katie hat gesagt, dass ich es bestimmt ganz schnell lerne. Schätzchen, ich glaube, es reicht für heute. Wenn du willst, kannst du noch einmal deinen Princess besuchen. Ich gehe zu Princess! Und lass dir von Tom helfen. Ja, ja! Allison, ich verstehe nicht, warum du Winley nicht verkaufen willst. Mich hält hier nach Georges Tod gar nichts mehr. Fehlt dir die Großstadt nicht auch manchmal? Darüber habe ich schon lange nicht mehr nachgedacht. Hier. Das Konservatorium in New York sucht eine Dozentin für Musikgeschichte. Das wäre genau das Richtige für dich. Hier bist du doch völlig unterfordert. Eric wird niemals nach New York ziehen. Er hat immer davon geträumt, seinen Platz hier zu finden. Tja, und zwar gemeinsam mit Kay. Entschuldige, das war nicht fair. Aber im Ernst, was ist mit deinen Träumen, Allison? Eric und Peggy sind sehr glücklich hier. Und ich bin es auch. Und deine musikalischen Ambitionen? Glaub mir, man kann Familie haben, ohne sich selbst total aufzugeben. Mama, es ist alles in Ordnung. Wirklich. Weißt du noch? Früher bin ich mal heimlich zu dir hochgeschlichen. Irgendwann ist im Dunkeln die Treppe runtergefallen, hast du das Bein gebrochen. Dann hast du mir ein rotes Herz auf den Gips gemalt. Die ganze Schule hat sich amüsiert. Und wem schickst du heute dein Herz? Jedenfalls keinem, der sich sofort eine andere schnappt, sobald ich ihm den Rücken zukehre. Du bist gegangen. Für dein Studium. Obwohl du wusstest, dass ich für meine Ausbildung hierbleiben musste. Ich wollte aber wiederkommen. Ich wollte auch, dass wir zusammenbleiben. Aber dann haben sich die Dinge anders entwickelt. Entschuldigung, ich wusste... Schon gut, schon gut. Wolltest du sowieso gerade gehen. Schlaf gut, Kay. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Es tut mir leid, ich wollte nicht stören. Ich sah ja nach einer heiklen Situation aus. Das ist ganz anders, als Sie denken. Wieso rechtfertige ich mich eigentlich vor Ihnen? Ich weiß nicht. Und was soll das werden, wenn ich fragen darf?
Mein Vater hat dir nicht das exklusive Wohnrecht versprochen, oder? Wie? Gut, dann sind wir ab jetzt eine WG. Ich kann sie zwar immer noch nicht leiden, aber sie sind mir lieber als meine Stiefmutter. Das ist das erste nette Wort, was ich von Ihnen höre. Entschuldigung, ist spät geworden. War schön mit Kay. Kay und ich, wir sind nur Freunde. Ich gehe duschen, ja? Morgen, Schwiegermama. Ich habe leider keine Zeit. Tschüss. Bleibt Papa jetzt so? Okay. Bist du schon wach? Kay ist noch im Bad. Ach so. Ich bin hier, um die wilden Pferde zu zähmen. Widerspenstige Frauen überlasse ich gerne anderen. Hallo, Eric. Ach, Kay, ich wollte mit dir noch die Liste der abgesprungenen Kunden durchgehen. Und ich denke, Sie sollten sich heute mal um Pacer kümmern. Immerhin wollen Sie den Valley Cup gewinnen. Und mit Ihnen, Frau Doktor, würde ich gerne den Trainingsplan durchgehen. Ach nee, reiten darf ich ihn nicht, aber wenn es ums Training geht, brauchen Sie meinen Rat. Ja, Training, Futter, medizinische Betreuung müssen ja aufeinander abgestimmt sein. Fahren wir in den Stall? Am besten jetzt gleich? Wollen Sie so oder ziehen Sie sich vorher noch was an? Ist Bad jetzt frei? Ja, sonst wäre ich ja jetzt nicht hier. Gut. Haus. In Ordnung. Bis später dann. Eric ist gestern spät nach Hause gekommen. Der Abend ist wohl nicht ganz so gelaufen, wie du es dir vorgestellt hattest. Der Abend nicht, die Nacht schon. Und jetzt wäre ich dir wirklich dankbar, wenn wir das Thema ein für alle Mal lassen könnten. Was hast du denn eigentlich vor? Du siehst so nach Angriff aus. Ich treffe mich zum Lunch mit Emily. Dann beeilt euch mal. Wir kommen noch zu spät zur Schule. Ja, Prinzess. Dann rufe ich alle Kunden an und mache ihnen ein Angebot, dass sie einfach nicht ausschlagen können. Ich habe nämlich das Gefühl, dass wir das mit dem Virus... Was war das gestern Abend, Eric? Wir haben uns vielleicht etwas zu lange in die Augen geschaut. Aber es waren höchstens ein paar Sekunden. Aber was für Sekunden? Eric, so geht das nicht. Wir müssen damit aufhören. Du hast Familie und wir haben mit Winnie eine Aufgabe zu erfüllen. Wo soll das hinführen? Ich weiß es nicht. Wir spielen mit dem Feuer. Ich spiele nicht. Gut gemacht, Pacer. Sehr schön. Ich sehe, Sie haben sich angefreundet.
Er vertraut nicht jedem. Das Pferd hat einen guten Riecher. Das stimmt. Na, Mädchen? Ich wollte ihn mir nur noch mal ansehen, um sicherzugehen, dass er sich nicht doch noch angesteckt hat. Und was sagt die Fachfrau? Kann er gewinnen? Er hat gute Chancen, wenn Eric mit ihm zurechtkommt. Auf jeden Fall scheint es ihm gut zu gehen. Das würde ich auch gerne über die anderen Pferde sagen können. Ja. Also von mir aus kann es losgehen. Komm jetzt. Hey, hey, hey. Ganz ruhig. Wie wär's, wenn Sie erstmal schauen, ob Pacer auch so weit ist? Bist du auch so weit, Pacer? Soll ich warten, dass er mir eine Einladung schickt? So ungefähr. Achten Sie mal auf seine Körperhaltung. Jetzt ist er aufmerksam und bereit. Also los. Ich verstehe. Sie sind ein Pferdeflüsterer. Und wenn es sein muss, kann ich auch richtig laut werden. Gut. Freut mich, dass Sie jetzt doch Interesse haben. Schön, dass Sie Zeit für mich haben. So gewinnen wir den Cup bestimmt nicht. Also, Eric, versuchen Sie es nochmal. Etwas weicher in der Hand. Mit dem Pferd, nicht gegens Pferd. Wo haben Sie denn reiten gelernt? Wenn Sie es besser können, bitte sehr. Sie reiten, ich sage wie. Also, machen Sie noch ein paar lockere Runden zum Abkühlen. Hm? Ich glaube nicht, dass Besser das braucht. Ihn meine ich auch nicht. Wir halten zusammen 66%. Wenn Sie ihnen gehören, fällen Sie die Entscheidung. Und Kay kann ohne Sie gar nichts tun. Das klingt gut. Und Eric ist damit einverstanden? Ich dachte, er kann es kaum erwarten, das Gestüt zu übernehmen. Mein Schwiegersohn sucht vor allem nach einer beruflichen Herausforderung. Und die ist nicht zwingend an Winley gebunden. Okay. Und was haben Sie sich preislich vorgestellt? 9,5 Millionen. Ach, kommen Sie, Mrs. Foster. Jeder weiß, dass Winley kurz vor dem Ruin steht. Wenn Winley versteigert wird, bekomme ich das Gestüt für den halben Preis. Und wenn Kay die Versteigerung doch noch abwenden kann? Darauf würde ich an Ihrer Stelle nicht wetten. Also ich biete Ihnen die Hälfte. Und das ist mein letztes Wort. So kommen wir nicht ins Geschäft. Außerdem könnte ich Eric einen verantwortungsvollen und äußerst lukrativen Job in New York besorgen. Dann könnten Sie auch weiterhin in der Nähe Ihrer Familie bleiben, Mrs. Foster. Ich denke darüber nach. Gut. Rufen Sie mich an. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. So machen wir es. Sie melden sich. Wiederhören. Also, ich weiß nicht, was dein Vater in diesem Schmalspurtrainer gefunden hat. Ich würde ihn am liebsten gleich wieder vor die Tür setzen, so wie der mich quält. Das ist keine gute Idee. Der hat nämlich ab jetzt wieder alle Hände voll zu tun. Wieso? Was ist los? Ab heute Nachmittag stehen die Pferde von Steve Bogle wieder bei uns im Stall. Wie hast du denn das gemacht? Darf ich nicht sagen. Ärztliche Schweigepflicht. Nein. Ich konnte ihn davon überzeugen, dass seine Tiere hier wieder sicher sind. Und am Ende war er ganz scharf darauf, dass Jack sie trainiert. Robert Stone, vertoben. Ja? Der weiß noch gar nichts von seinem Glück. Moment, Moment. Wie schon wieder abgeholt worden? Aber die Pferde waren ja seit einer Woche hier. Kündigt. Gut, danke. Ja, hier, Rupert Stone. Wir müssen was unternehmen. Willst du deine Praxis nicht endlich nach Winley verlegen? Du könntest dich um unsere Pferde kümmern.
und trotzdem unabhängig bleiben. Davon habe ich früher mal geträumt. Dad und ich hatten das alte Farmhaus dafür im Auge. Das ist doch perfekt. Dann steht doch praktisch deinem Traum überhaupt nichts mehr im Wege. Mein Traum ist damals zum Albtraum geworden, dass ich erfahren habe, dass Allison ein Kind von dir erwartet. Mr. Bogle! Ah, da ist ja das Green Team. Schön, dass Sie da sind. Ja, und das ist Dr. Kay Foster. Hallo, Dr. Foster. Ihr Vater hat mir viel von Ihnen erzählt. Eine bessere Empfehlung gibt es gar nicht. Glauben Sie bitte davon nur die Hälfte. Das ist immer noch mehr als genug. Sind Sie ganz sicher, dass der Virus meinen Tieren nichts mehr anhaben kann? Absolut. Wir haben keine Neuansteckungen mehr seit 8 Tagen. Ihre Pferde sind bei uns also wieder in den besten Händen. Genau wie früher. Ich habe George gleich gesagt, dass Windley mit Jay Garber als Trainer und Ihnen als Tierärztin ganz schnell wieder zurück im Geschäft ist. Sie bleiben doch, oder? Erstmal bin ich vor Ort, Mr. Bogle, ja. Schön. Das ist ein schönes Tier. Ah, da ist ja der Dritte im Bunde. Hallo. Hallo, Mr. Garber. Mr. Bogle. Ein hübsches Tier, was Sie da haben. Sehr gute Anlagen. King Arthur ist meine große Hoffnung. Hätten Sie nicht Lust, ihn gleich mal auszuprobieren? Der Transport war schon Aufregung genug. Wir sollten ihn erstmal zur Ruhe kommen lassen. Nachher schaue ich mir Ihren Prachtkerl dann gern genauer an. Jake, da spricht der Fachmann aus Ihnen. Bringen wir ihn rein. Warum sind Sie denn heute nicht selbst aufs Pferd gestiegen? Angst vor einer Blamage? Ganz genau. Ich kann nämlich gar nicht reiten. Jeder andere hätte das sofort gemacht. Ich bin aber nicht jeder andere. Müssten Sie doch schon bemerkt haben. Was haben Sie denn mit dem zu tun? Ich will mich unbedingt abwerben. Er hat mir ein großzügiges Angebot gemacht. Und? Werden Sie es annehmen? Wollen Sie mich immer noch loswerden? Reisende soll man nicht aufhalten. Obwohl ich zugeben muss, dass wir Sie hier im Moment auch ganz gut gebrauchen können. Immer schön tief stapeln, was? Wie schon gesagt, ich habe einen Vertrag. Den werde ich erfüllen. Gut. Lust auf einen Ausritt? Was ist denn jetzt los? Sie sind doch sonst nicht so zutraulich. Ich dachte nur, heute ist Sonntag, keine Verpflichtungen. Und nachdem wir hier schon zusammen wohnen, sollten wir uns vielleicht ein bisschen besser kennenlernen. Sie sind die schlechteste Lügnerin, die ich kenne. Und Sie weigern sich schon wieder, in den Sattel zu steigen. Ich halte nichts von sinnlosen Showeinlagen, das ist alles. Ihre Lügentechnik ist auch ausbaufähig. Und? Kleines Wettrennen zum See? Gern, aber ohne Pferd. Wie wär's mit dem Rollstuhl? Da würde ich Sie sofort schlagen. Das ist jetzt über 10 Jahre her. Ich bin mit meinem Pferd an einem Ochser gestürzt und habe mir 3 Wirbel gebrochen. Damals war ich übrigens der Favorit für den Valley Cup. Warten Sie mal, das waren Sie? Ja. Ich erinnere mich, aber es hieß damals, der Reiter würde nie wieder laufen können. Ich war 4 Monate von der Hüfte abwärts gelähmt. Aber wie durch ein Wunder war das Rückenmark nicht verletzt. Es war harte Arbeit, aber ich kann wieder laufen. Und seitdem reiten Sie nicht mehr? Ich will nicht riskieren, doch noch im Rollstuhl zu landen. So wie Sie mit Pferden umgehen, das muss Ihnen noch wahnsinnig fehlen. Ich habe mich damit abgefunden. Wo führen Sie mich denn eigentlich hin? Lassen Sie sich überraschen.
zu viel versprochen. Warum sind Sie denn nach dem Unfall eigentlich nach England gegangen? Die mitleidigen Blicke der alten Kollegen haben mich wahnsinnig gemacht. Ich brauchte dringend einen Ortswechsel. Na, das kann ich gut verstehen. So, jetzt drehen wir die Inquisition nochmal um. Was läuft da zwischen Ihnen und Eric West? Da läuft gar nichts. Als ich Sie im Farmhaus erwischt habe, sah das aber anders aus. Das war... Sie haben uns bei nichts erwischt. So, so. Mrs. Foster, was verschafft mir die Ehre? Hallo, Mr. Stone. Habe ich richtig gehört, die Pferde von Mr. Bogle stehen wieder bei uns? Es streuen nur Salz in meine Wunden. Tut mir leid. Da ich fürchte, ich habe Kern die Eric unterschätzt. Deshalb bin ich hier. Mein erstes Angebot steht. Sie müssen sich aber schnell entscheiden. 9,5 Millionen. Ich glaube, Eric will überhaupt nicht verkaufen. Eric hat gar nichts zu sagen. Und mit Allison komme ich klar. Sagten Sie nicht, Sie hätten beste Kontakte in New York? Ja, ich habe einen Schwager dort. Er ist ein sehr renommierter und erfolgreicher Pferdezüchter. Internationale Verbindungen. Warum fragen Sie? Das wäre doch was für Eric. Das hat mir noch niemand gesagt. Mhm. Ja, dann. Gute Nacht. Ja, ebenso. Haben Sie eigentlich auch so einen Hunger? Ja. Wird das jetzt Ihr WG-Einstandsessen? Ja. Auch wenn ich als Mitbewohner nicht Ihre erste Wahl bin? Jeder hat eine zweite Chance verdient. Lust auf Frühstück zum Abendessen? Perfekt. Ein Bier zum Frühstück? Perfekt. Ein bisschen aus sich raus. Sie sitzen ihm schon wieder zu sehr im Kreuz. Weiter vorne. Und, wie war's? Sehr gut. Jack ist zwar ein gnadenloser Trainer, aber ihr hattet recht. Er hat Ahnung. Unterstellung und Training hast du. Ja, ein Schnitt pro Pferd 3.000 pro Monat, oder? Sehr gut. Wie hoch sind die Kosten für die medizinische Betreuung? Oh, wöchentliche Betreuung, die üblichen Impfungen, sagen wir 500 pro Monat. Mhm. Kannst du Peggy später zum Ballett fahren? Ich muss noch den Unterricht für morgen vorbereiten. Sie sind mitten in der Finanzplanung, du. Den Rest schaffe ich auch alleine. Ja, ich werde es schon irgendwie schaffen. Danke. Ich mache das schon selbst. 500 sagst du, ja? Wir müssen Allison mehr in unsere Arbeit mit einbeziehen. Ja. Sag mal, habt ihr eigentlich nie darüber nachgedacht, mal woanders zu leben? Ich nicht. Allison schon. Entschuldigung, wenn ich störe, aber du solltest dringend mal nach Pacer sehen. Irgendwas stimmt nicht mit ihm. Aber eben war er doch noch völlig in Ordnung. Er wirkt extrem abgekämpft. Nach dem Training ist das doch absolut normal. Nicht so. Die Temperatur ist viel zu hoch. Wie lange hast du heute trainiert? Eine Stunde, wie immer. Das kann nicht der Grund sein. Ich habe schon mal eine Blutprobe genommen. Ja.
Vielleicht hat er sich ja doch mit dem Virus infiziert. Hm? Das ist eine absolute Katastrophe. Ich schicke die Probe sofort zu Susan. Tante Kay, Tante Kay, stell dir vor, Mama hat endlich erlaubt, dass ich reiten darf. Das freut mich für dich, Peggy. Ich sehe nachher noch mal nach Pacer. Tom soll in der Zwischenzeit bei ihm bleiben. Können wir gleich anfangen? Moment mal, sollte ich dich nicht zum Ballett bringen? Ist da noch Zeit? Bitte, Papi. Und deine Mama hat wirklich nichts dagegen? Als Belohnung dafür, dass ich das Lied jetzt auswendig kann. Ohne hinzugucken. Na gut. Na, dann hol mal deine Prinzess. Yippie! Genau wie ich früher. Super machst du das, Peggy. Aber gibst du, du hast heimlich geübt. Ja, mit Opa. Komm, kann ich auch. Darf ich auch mal schneller? Ja! Das machst du spitze. Juhu! Ja. Ich kann Peggy nirgends finden. Weißt du, wo sie ist? Kay gibt dir gerade Reitunterricht. Was? Wir hatten doch gesagt, dass Peggy erst im nächsten Jahr reiten lernt. Da hat sie uns doch tatsächlich angeflunkert. Ach, wenn sie so viel Spaß macht. Kay weiß schon, was sie tut. Sie saß mit 3 das erste Mal auf dem Pony. Kay, ich kann's nicht mehr hören. Allison! Schatz, jetzt beruhige dich! Komm, dein Bart runter! Ich wollte noch mal reiten! Ich hab dir gesagt, du sollst da runterkommen. Wie oft hab ich dir gesagt, dass du erst im nächsten Jahr reiten darfst? Aber Tante Kay durfte auch schon so klein reiten lernen. Mir ist egal, was mit Kay ist. Allison, bitte! Hey! So spinnst du? Sie hat mich nur reiten lassen. Aber sie hat gesagt, dass du es erlaubt hast. Und das hast du geglaubt. Einfach so. Ja. Allison, es wird Zeit, dass du dir mal was zutraust. Das ist meine Entscheidung. Sicher. Aber nur weil deine Mutter dich bevormundet, musst du ja noch lange nicht dasselbe mit Peggy machen. Lass uns gefälligst in Ruhe. Halt dich aus meinem Leben raus! Kann ich irgendwas für dich tun? Nein, danke. Ich möchte jetzt nur alleine sein. Komm. So. Tut mir leid, ich habe mich ein bisschen verspätet. Ganz kurz, ich bin gleich wieder da. Sie zum Wohl. Dr. Foster? Tag, Mr. Butcher. Darf ich Sie kurz stören? Sicher, bitte. Danke. Ich habe gehört, Pacer geht es nicht so gut. Woher haben Sie das denn? Tut mir leid, über meine Quellen kann ich leider nicht sprechen. Spielt aber auch keine Rolle. Das war sein Sinn. Nein, danke, ich bestehe noch am Tisch. Tja, ich will ganz offen zu Ihnen sein. Der Vorstand wird Ihren Kredit nicht verlängern. Aber warum denn? Es geht doch wieder bergauf. Wir haben neue Aufträge und was mit Pacer ist, das muss ich erst noch rausstellen. Machen Sie sich doch nichts vor. Die Winley Farm gehört doch eigentlich schon längst der Bank. Die paar Aufträge können Ihre Schulden niemals decken. Pacer müsste den Cup gewinnen, aber Pacer ist krank. Und ob Eric West noch Interesse daran hat, die Farm zu retten, das darf bezweifelt werden. Was meinen Sie denn damit? Sie haben es noch gar nicht gehört. Esther und Allison wollen ihre Anteile verkaufen. An Rupert Stone. Wie bitte? Ja, und Eric West hat eine Stelle in New York in Aussicht. Das ist nicht wahr, oder? Herr Rupert Stone Schwager, doch. Internationaler Pferdehandel. Darf ich fragen, was hier gespielt wird? Was meinst du? Dass ihr verkaufen wollt? Hat sich verdammt schnell rumgesprochen. Verkaufen? Was ist los? Esther und Allison verkaufen ihre Anteile an Rupert Stone. Aber das weißt du ja bereits. Kann ich beim Cup noch auf dich zählen oder arbeitest du da schon bei Ruperts Schwager in New York? Wie bitte? Wie blöd war ich eigentlich? Ausgerechnet euch zu vertrauen. Was war das denn? Ich habe keine Ahnung, was Kay meint. Hey! Hey!
Ich kann nicht fassen, dass du das gemacht hast. Robert macht uns einen sehr guten Preis. Und er wird dafür sorgen, dass Eric einen Job bei seinem Schwager in New York bekommt. Das hast du also auch angekündigt. Alison, Liebling, du musst doch endlich an deine Zukunft denken. Gehst drauf und dran, deine Ehe zu zerstören. Du weißt, wie viel ich von Eric halte, aber ohne George geht hier alles den Bach runter. Du musst doch endlich einsehen, dass wir hier auf Windy keine Zukunft mehr haben. Wir. Ich höre immer wir. Meine Entscheidung, Mama, treffe ich alleine. Ich habe es satt, dass du dich immer in mein Leben einmischst. Jetzt warte mal. Ich habe davon nichts gewusst. Das musst du mir jetzt glauben. Und die Stelle in New York? Davon weiß ich nichts. Ich würde weder Windy noch dich jemals verraten. Das sagt ja genau der Richtige. Kannst du bitte endlich mal damit aufhören? Wir müssen jetzt den kühlen Kopf bewahren. Wenn Esther allein verkauft, bringt das Stone gar nichts. Die anderen Anteile gehören doch sowieso dir und Allison. Und was bitte nützt das? Esther und Allison sind sich ja offensichtlich einig. Mit Allison rede ich. Aber wir müssen jetzt zusammenhalten. Wir? Ja, wir. Eric, es gibt kein Wir. Oder willst du Allison sitzen lassen? Mal wieder die eine Foster-Tochter gegen die andere austauschen, ja? Wie kommst du darauf? Ich will mit dir Windley führen. Als Freunde. Sag mal, was ist hier eigentlich los? Ich habe überlegt, mich am Konservatorium in New York zu bewerben. Deshalb der Verkauf an Rupert Stone? Ich habe davon nichts gewusst. Willst du, dass wir da einen Neuanfang versuchen? Ich weiß nicht, ob ich mit dir dahin will. Ich möchte keinen Ehemann, der in meine Schwester verliebt ist. Das habe ich nicht verdient. Schatz. Das bin ich nicht. Das glaube ich dir nicht. Das ist ein bisschen viel für mich. Gib mir was ab. Hi, Eric. Schon lange nicht mehr gesehen. Hi, Debbie. Machst du mir bitte einen Whisky? Klar. Lass die Flasche ruhig stehen. Ich habe mich in Erinnerungen verloren. Thank you.
Was ist los, Eric? Magst du nichts trinken? Vielleicht ein anderes Mal. Eric hat den Unfall. Susan, mit dir habe ich noch gar nicht gerechnet. Pesa hat kein Virus. Pesa wurde gedopt. Azepromazin. Das Mittel steht ganz oben auf der Dopingliste. Sieht ganz so aus, als sollte Pacer den Valley Cup unbedingt gewinnen. Mit dem Mittel im Blut springt jedes Pferd auf drei Beinen noch über die Hindernisse. Allerdings hat der Täter die Rechnung ohne dein Pferd gemacht. Pacer hat allergisch auf den Wirkstoff reagiert. Bleibt nur noch die Frage, wer ihm das Dreckszeug gegeben hat. Wer hätte denn ein Motiv? Wenn Eric gewinnt, ist Winley gerettet. $200,000 Siegesprämie und die beste Werbung, die ein Gestüt haben kann. Fehlanzeige. Und jetzt? Warte mal. Ist das der Spind des Wundertrainers? Ich habe ihn zusammen mit Rupert Stone gesehen. Ja, na und? Dass ein Pferd mit dem Mittel im Blut gewinnt, kann niemand garantieren. Dass es disqualifiziert wird, schon. Naja, vorausgesetzt, das Pferd wird auch getestet. Ein anonymer Hinweis ist schnell gemacht. Rupert Stone ist sich dafür bestimmt nicht zu schade. Oh nein. Okay. Was suchst du in meinen Sachen? Pesa hat Azepromazin im Blut. Wer macht denn sowas? Du glaubst, ich habe ihm das gegeben? Wie kommt das sonst in deinen Spind? Warum sollte ich Pacers Sieg gefährden? Weil du vielleicht das Angebot von Rupert Stone doch angenommen hast? Ich dachte, du kennst mich inzwischen besser. Hallo, Jake. Kay? Hier. Eric hatte heute Nacht einen Unfall. Er liegt im Krankenhaus. Was? Er hat sich das Bein gebrochen. Er kommt wieder in Ordnung. Aber für den Cup fällt er aus. Was ist passiert? Du hattest den Unfall. Dein Schutzengel hatte einiges zu tun. Du bist hier. Das ist gut. Ich war in einer Bar. Dr. Fleming hat gesagt, du hättest überhaupt keinen Alkohol im Blut gehabt. Ich habe ja auch nicht getrunken. Ich habe über uns nachgedacht. Du bist meine große Liebe. Du bist meine Frau. Und ich bin glücklich mit dir. Und wenn du mich noch willst, dann komme ich auch mit dir mit nach New York. Hauptsache, wir sind zusammen. Ich hasse New York. Craig, hallo. Kay Foster hier. Ja, wir brauchen dringend einen Rat für die Vielseitigkeitsprüfung. Oh, krank. Das tut mir leid. Ja, gute Besserung. Ja. Kay? Was war der letzte? Sieht so aus, als hätten sich alle Reiter gegen uns verschworen. Esther? Ich geh mal schnell raus. Du steckst hinter der ganzen Sache mit Rupert Stone, stimmt's? Ich wollte verkaufen. Aber mit dem Doping habe ich nichts zu tun. Kay,
ich möchte dir etwas erklären. Es war damals sehr schwer für mich, ihn mit dir zu teilen. Du warst immer ein Stück seiner alten Familie. Ich war eifersüchtig auf ein kleines Mädchen. Du hast mir nie das Gefühl gegeben, mich zu akzeptieren. Okay. Du warst seine kleine Prinzessin. Ihm immer viel näher als Allison. Das stimmt nicht. Er hat Allison geliebt. Ja. Okay. Ich möchte mich bei dir entschuldigen. Dass ich dir die Schuld an seinem Tod gegeben habe, war unmerklich. Es tut mir sehr leid. Ich weiß nicht, ob ich das jemals gut machen kann, aber jetzt möchte ich dir gerne helfen. Kann Pace am Cup teilnehmen? Trotz dieses Medikaments und der Allergien? Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Theoretisch ja. Und praktisch? Praktisch haben wir keinen Trainer und keinen Reiter mehr. Okay, dann muss es eben ohne Trainer gehen. Ein Reiter allerdings fällt mir ein. Ein sehr gutes sogar. Wer? Ja, du? Was? Ich habe meinen Trainervertrag mit sofortiger Wirkung gekündigt. Papiere liegen bereits auf deinem Schreibtisch. Dazu. Es war Rupert Stone. Er hat mich dafür bezahlt. Ruf die Polizei. Nein, warte. Was? Lass ihn gehen. Verschwinde! Warum lässt du ihn gehen? Ein Skandal bricht Winnie endgültig das Genick. Oh Gott, dein Rücken? Ja. Ah. Ja, geht schon. Scheint nichts weiter zu sein. Wohl einfach ein bisschen eingerostet. Letzte Verfolgungsjagd liegt dann doch schon ein paar Tage zurück. Es war idiotisch von mir, dass ich dich verdächtigt habe. Es tut mir so leid. Soll ich vor dir auf die Knie fallen oder wie könnte ich dich sonst überreden, Pacer wieder zu trainieren? Selbst wenn ich bleiben würde, wer soll ihn denn reiten? Ich? Du. Ja, mir fehlt nur ein bisschen Übung. Ja, okay, mir fehlt jede Menge Übung, aber Pacer hat Vertrauen zu mir und zu dir. Also gut, ich ziehe meine Kündigung zurück. Aber nur, bis die Prüfung vorbei ist. Und du machst genau das, was ich dir sage. Ich kann es kaum erwarten. Schulterblätter zurück. Lass ihn laufen. Mach weniger. Noch weniger. Wenn ich noch weniger mache, dann mache ich gar nichts mehr. Genau das will ich. Aber das ist keine Diskussionsrunde. Aber ich wollte. Unser Deal ist, du machst genau das, was ich dir sage. Auch wenn es dir schwerfällt. Ich hab dich leicht vorgesprochen. Noch leichter. Ich brauche eine Pause, Trainer. Pausen gibt's erst nach dem Turnier. Arme nicht so hängen lassen. So, jetzt machen wir das Ganze nochmal. Thank you.
nervös? Das kann ich dir sagen. Ah, hier. Die außergewöhnliche Tierärztin hat mir mal erzählt, das beruhigt auch menschliche Nerven. Auch nervös? Ich? Nee. Nur mal sehen, wie die Dinger schmecken. Zeig's ihnen, Kay. Kay Foster, die Tochter des kürzlich verstorbenen Züchters George Foster, zeigt hier bislang eine bewundernswerte Leistung. Jetzt fehlt nur noch das Springen. Wenn Kay Foster auch dieses meistert, werden wir vielleicht Zeugen einer kleinen Sensation. In diesem Moment geht Kay Foster an den Start. Gut gemacht. Nicht überziehen jetzt. Sehr gut, das ist sehr souverän. Ohne Probleme nimmt sie die erste Hürde. Jetzt der Doppelochser. Sie nimmt einen sehr kurzen Anlauf, aber kraftvoll. Und für Pacer kein Problem. Foster liefert auf ihren Pacer eine grandiose Vorstellung. Sie liegt sehr gut in der Zeit. George, hör zu. Deine Tochter. Wenn sie auch das letzte Hindernis fehlerfrei springt, kann sie es schaffen. Unsere Tochter. Sehr gut, sehr gut. Also gut. Hast du doch was gelernt. Und? Anziehen? Danke, dass du Pesa zum Champion gemacht hast. Richard Blumington hat mich übrigens noch auf dem Platz angesprochen und seine Pferde ganz offiziell bei uns angemeldet. Und es gibt schon zwei weitere Anfragen. Ich glaube, das lässt sich einrichten. Gratuliere, Schwester. Herzlichen Glückwunsch, Kay. Das war eine fantastische Leistung. Dein Vater wäre stolz auf dich. Danke, Esther. Und ich bin's auch. So, ich muss los. Du willst wirklich nach New York? Ich habe genug von Pferdemist und Stallgeruch. Außerdem habe ich für morgen Abend Konzertkarten. Aber du kommst uns noch besuchen, oder? Natürlich, mein Engel. So oft ich kann. Und dann backen wir zusammen einen Kuchen in... Quietschgrün! Bingo! Aber du könntest doch wenigstens noch mit uns feiern. Nein, mein Schatz. Haltet mich lieber nicht auf. Sonst überlege ich es mir doch noch anders. Tschüss. Tschüss, ciao. Wo ist denn Jake? Was machst du denn? Ich habe meinen Vertrag gekündigt. Schon vergessen? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Was? Dass du hier die Nummer vom einsamen Cowboy abziehst. Das bist du nämlich nicht. Was? Cowboy? Nein, einsam. Dir ist aber klar, dass wir über die Konditionen deines Vertrages noch mal sprechen müssen. Selbstverständlich, Frau Doktor. Und du machst genau das, was ich dir sage. Keine Widerrede. Ich kann es kaum erwarten. Küss mich.